früht natürlich wieder rein. Denn gerade läuft die Messerrunde, ich glaube, die letzten Sekunden des letzten Messer-Fraction werdet ihr noch sehen. Da ist es wieder, Budapest 5 holt sich die Messerrunde und wir starten direkt rein. Keine Verschnaufpause für den guten Albi, meine Lieben. Dafür hatte ich eine Stunde gerade Pause. Ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Step by Step, ich weiß gar nicht, wie weit man jetzt noch kommt kann, wie weit es jetzt noch geht. Bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Ihr seid hyped, ihr habt Bock drauf. Und unterstützt den Stream natürlich, ne? Den Cast. Schaut rein, lasst ein Follow da. Auch auf Twitter gerne, ich würde mich sehr freuen. Ne? Also bin ich sehr gespannt, was Uwe zeigt. Das ist wieder Mirage, man hat vorhin gegen Epiduzzi die allererste Runde hier auch gespielt. Vielleicht ein vermeintlich leichterer Gegner als Budapest 5. Die guten Jungs von Epic Dudes, jetzt ein etwas härteren Gegner. Und es wird natürlich kein leichtes werden. Mal gucken, was passiert. Real Torsi holt sich ein, Coolio, den nächsten. Definitiv starke Spieler. Crowry ist gut, Fleef. Gute Performance bis jetzt in der Pistol Round hier auf Seiten von Budapest 5. Anuin und Patrick müssen eskalieren, aber Coolio nimmt sich noch einen raus. Das ist nur Patrick im 1 gegen 3. Müsst jetzt hier übertrieben Schellen ausdrücken. Aber Coolio mit dem 3K. Und die erste Runde für Budapest 5. Sehr leicht sah die Runde aus. Viele CTs. Der Go auf den B-Spot. Keine Chance. Ich weiß nicht, ist es schon Top 16 jetzt hier? Sieht ganz gut aus. Patrick, Junge! Real Torsi, keine Chance hier. Aber dafür der Refrag von Fleef gegen Hades. Und dann vielleicht Fleef auch noch einen Richtung Palace-Spieler. Crispy. Corey hat sich erstmal reingeladen. Man darf die Jungs auf jeden Fall nicht unterschätzen. Budapest 5 müsste auch in der SC Advance gut abgeschnitten haben. Dieses Season genau Platz 4, meine Lieben. Budapest 5. Und ich weiß gar nicht, ob sie noch drin sind. Sie stehen immer noch 2 Wins, eine Niederlage. Man ist sogar dort noch unterwegs. Man kann sogar in die Advanced aufsteigen. Ich glaube, noch ein Sieg, dann ist man safe in der Advanced. Also, Budapest 5, kein leichter Gegner. Wenn man die besiegt, weiß man auf jeden Fall, man ist auf Premier-Niveau. Ganz klar. Das waren sie schon immer. Und es ist so bitter, dass man in die Main abgestiegen ist. Dieses Team hat einfach solch eine Performance, die sie abrufen können. Und da ist der Bombenplatz auch. Bodito mit dem Refake jetzt aber. Trotzdem nochmal, was geht. Aber Coolio wieder. Coolio lässt es wirklich hier, wie immer, cool aussehen. Von der Seite, trotzdem, der Bombenplant war wieder da. Schade. War eine close Runde hier auch wie Budapest 5. Die Force von Unicorns of Love, strong. Jetzt hat man den Plant nochmal gebracht. Nochmal Geld. Ich glaube, die werden nochmal reinkaufen. Unicorns of Love hat immer noch die besseren Waffen. Vielleicht hat, oder auf jeden Fall ähnliche Stärke. Ich glaube, da geht es weiter rein. Mal gucken, was die machen. Ey, bester Mod Elfedo. $71.000. Ja, gibt es hier in der Republic T-Pos Season 1. Sehr, sehr nice. 60.000 Euro. Das ist doch schon mal eine Ansage. Invited Teams sind einige, aber ich sehe gar kein deutsches Lineup. Doch, Sprout ist dabei. Aber kein Big zum Beispiel. Wahrscheinlich haben die abgelehnt, ich weiß es nicht. Oder werden noch released. Mal gucken, was da noch so kommt. Ansonsten gibt es anscheinend 4 Qualifier. 2 in der EU, 2 in Tschechien und was auch immer. Gut, danke für diese Information. Interessant. Fleef wieder mit 2. Da nochmal ein schöner Frag von Patrick. Der hat sich immer gezeigt gelassen für Real Torsi, aber okay. Man hat hier nur auf 2000 runtergeforst. Nun gibt es die Waffen. Nun haben an die 5 AKs bzw. 4 AKs und die AWP. Nun geht die Partie jetzt richtig los. Also jetzt nur Daumen drücken hier für das deutsche Team. Für Unicorns of Love. Die brauchen euch. Genauso wie ich euch brauche. Nebenbei ein bisschen reinchatten. Auch richtig geil, wie aktiv ihr heute seid. Danke dafür. Aber Quotenkiller ist ja natürlich die Nummer 1 in dem Fall. Richtig cool. Das macht auf jeden Fall Spaß, wenn ihr mit dabei seid. Hades pusht die mit rein. Man ist schon da. Mit die Kontrolle gehört erstmal den Einhörnern. Trotzdem aggressiver Play, wie ich sehe, gerade auch noch in die Apartments rein. Die Torsi mit der AWP könnt ihr jetzt gleich face gleich gerade. Die guten Crispy. Der zieht sich aber schon wieder passiv zurück. Da sieht man es auch schon. Ja, da sieht man den Spieler, Crispy. Oh, verliert sogar gegen Coolio. Hat vielleicht sogar nicht mal die AWP gesehen. Coolio einfach wirklich ein Monster, was hier im Boss macht. 7 Frags schon in den ersten 3 Runden. Ja, oder ersten 4 Runden sozusagen. Also der Junge hat richtig Bock auf Seiten von Budapest 5. Starke Nummer. Mal gucken, ob die Einhörner hier auf Mirage gegen die Jungs eine Chance haben. Auf jeden Fall kein leichtes Team. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt gegen sie gespielt haben. Ich guck nochmal rein in der laufenden Advanced Season. Nicht so sicher, ob man überhaupt gegen sie gespielt hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man
gar nicht aufeinander getroffen ist. Doch, ist man sogar. Man hat 19 zu 15 übrigens gewonnen gegen Unicorns of Love. Also ein ganz knapper Sieg in Overtime. Habe ich, glaube ich, sogar gecastet. Das war schon lange her. Also da weiß man einfach, wie stark Unicorns of Love ist. Auch schon damals war. Man darf sie bloß nicht unterschätzen. Man muss einfach jetzt auch performen. Man einfach was abholen. Ah, das holt sich, wird sich wieder geholt von Bodito. Python nutzt sich mal Retorsi an. Und Bodito flieht wieder mit dem Doppel. Ah, nur noch Python am Leben. Von hinten kommt Julio. Ich denke, das war's. Der kann hier einfach durchschleichen. Und Corey gönnt sich. Danke dafür. Das schmeckt natürlich auch Unicorns of Love. Denn dadurch verliert man ein bisschen Geld nochmal on top. Auf Seiten von Budapest 5. Aber okay, den tut es nicht weh. Die haben 4 zu 0. Unicorns of Love muss wieder in die Tech 9 Pistol Round gehen. Und jetzt ist wieder angegriffen, meine Lieben. Also hoffen wir mal, da geht noch ein bisschen was. Corey holt sich Anuin, aber dafür Python und Patrick jeweils einen Frag. Das hat man den Vorteil sogar, aber ein Fleef ist schon da. Fleef sieht einfach auch aus auf dem Bild, richtig cool. Ja, also, man kennt den Schauspieler, ja. Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich vergesse den immer, weil es ist ein richtig geiler Schauspieler und Musiker. Der Typ, ey. Und Python dafür sieht den Spieler und was für ein starker Frag hier. Vor gegen Bodito, sehr wichtig in dieser Waffenrunde. Beziehungsweise in der, ja, eigentlich Pistol Force. Hat man reingeforst gehabt? Eigentlich nicht, oder? Man hat sich jetzt die Waffen alle gegönnt von den Spielern. Ich denke schon, die Akazu hat man ja hier Budapest 5 gegeben. Richtig starke Nummer. Nun wird gesaved, die beiden Augs und Geld bei Budapest 5. Hatte man zwar, aber auch nicht mehr so viel. Der Save ist wichtig. Coolio hat derzeit 0. Dieser Frag gegen ihn von seinen Mates ist natürlich ungünstig gelaufen. Ist ein sehr harter Gegner, meine ich nein. Roten Killer. Das ist ein wirklich starker Gegner. Budapest 5. Und da ist auch Matchpause von irgendwie gecallt. Ich weiß gar nicht von wo. Jo. Trotzdem die erste Runde für Unicorns of Love. Nun kann man vielleicht anfangen. Es ist aber noch eine Terror-T-Sided Map. Muss man aber richtig spielen können und sehr und einfach wirklich auch ein bisschen Glück haben. Je nachdem, ist nicht leicht, hier gut zu performen. Die Jungs sind einfach auf beiden Seiten super stark. Und ich denke auch, Budapest 5 weiß genau, was sie tun. Wir sehen es auch, der dritte Aug ist da für Corey. Und 3 Augs, 2 M4s, kein AWP, ein Defuse gibt auch bei Fleef. Alles reingekauft. Wenn Unicorns of Love die Runde holen kann, geht es in die Force bei Budapest 5. Beziehungsweise in die Echo Round, weil man hat ja schon einen Loser-Bonus, dann würde es weiter sein. Dann ist es kein Problem mehr, dann muss man nicht nochmal in die extra Pistol Force gehen oder sowas. Also Daumen drücken für die Einhörner, die Runde holen. Dann geht es auf jeden Fall ins 4 zu 3, ganz sicher. Danach geht es beim 4 zu 3 wieder bei, ist wieder bei Budapest 5 Waffen. Aber immer noch kein AWP, was ganz gut ist. Aber okay, erstmal die Runde jetzt besiegen. Klar, wegschießen. Wäre natürlich richtig sick. Wäre richtig geil. Aber schauen wir mal, was passiert. Ein Coolio ist einfach wirklich super, super gut unterwegs gewesen bis jetzt. Corey nur ein Frag. Drüben bei Unicorns of Love auch nicht viel besser. Torsi wirklich viel Damage. Jetzt hier in der Mitte gegen Hades. Man war blind, aber der Spray war gut jetzt hier von kurz. Hat den Raum eingenommen. Jetzt gibt es nochmal eine Smoke Richtung Window. Damit man das aus ein bisschen rausnehmen kann. Patrick aus dem Palace, vielleicht kann er da wirklich noch den Curry rausnehmen. Wäre natürlich mega nice. Weil man ignoriert komplett den B-Spot. Man face nur eine Person hier. Und Hades wird, glaube ich, jetzt fallen. Nimmt er auch noch Anuin raus. Und nimmt aber Patrick noch mit. Und dann Bayern noch Anuin auch noch raus. Aber Curry jetzt mit dem Double. Fleef. Auf hinten gönnt sich Crispy, hat keine Chance. Anuin dreht sich um. Der kriegt gar nicht mit, dass er zu sehen ist. What the heck, Anuin? Da hat er, glaube ich, ein ganz anderes Spielgefühl gehabt. Das ist ein 1 gegen 3 für Python. Die AWP, die wird Budapest 5 extrem gut tun, wenn man die noch bekommt. Vielleicht kann hier Python einfach mal wirklich durchrasieren. Ja, Coolio ist der Erste, den man hat. Jetzt kommt da oben einer. Ja, oh, schwierige Situation. Zu schnell gespielt. Schade, AWP gesaved. Geld ist aber dadurch bei Unicorns of Love immer noch da. Die gewonnene Runde plus Loser-Bonus total, weil man natürlich direkt wieder verloren hat. Aber Budapest 5, Alter, die können alles nochmal reinkaufen. Wieder 3 Augs. AWP und die M4 sogar nochmal besser als vorher. Jetzt wird es richtig schwierig für UL. Sie müssen jetzt holen.
Sie müssen auf Krampf die Runde jetzt irgendwie holen. Rotation wieder Richtung A-Spot, wie wir sehen können. Und dann gibt es euch ein Execute. Vielleicht nimmt man was raus. Schönes Support-Match gegen Corey. Double Frag jetzt hier von Unanyun und Hades. Gegen Flea von Corey. Patrick und ja noch Ritorsi. Was für ein cleaner Go. Warum die ganze Zeit schon so? Nimmt man erstmal drei Spieler raus. Die AWP ist auch weg. Tschüss. Da verliert man einen Spieler auf Seiten von Budapest 2. Wahrscheinlich macht er jetzt nochmal kurz einen Restart. Deswegen glaube ich, wird es eine längere Pause geben. Mal schauen, was passiert. Erstmal der Save von Bodito und Coolio. 5:2. Budapest 2 nochmal mit einem Save. Dieses Mal aber gar kein Geld mehr. Sie werden ganz klar mit dem einfachen Loser-Bonus, den man jetzt erst bekommt, reinforcen in die Deagles zu den Augs und so. Also haben wir zwei Augs, wahrscheinlich drei Deagles oder Tech 9 oder sowas dabei. Und die muss halt die Unicorns auf Lauf noch besiegen. Da kann man das 5-3 draus machen, 5-4 sogar. Also ist alles drin, sieht gut aus. Daumen drücken für die Einhörner und dann passt es. Schön gespielt, cleanes Ding auf den A-Spot. Kein CT, zeigt sich mehr. Somit heißt es 5:2. So, Spieler wieder zurück. Doch nicht so lange die Pause gewesen, wie ich dachte. Da hat man halt anstatt Deagles zwei MP9s bei Ritorsi und Fleef. Die Deagle bei Corey und die anderen beiden die Augs. Und die erste Augs schon raus, aber Bodito mit dem Refrag mal zusammengepiekt. Die Bombe muss natürlich aufpassen. Ja, Fleef kriegt ganz schön viel Schaden ab. Jetzt macht ihn Patrick klar, aber Ritorsi jetzt an der Seite. Aufpassen, Hades kriegt jetzt viel Damage. Jetzt darf er bloß nicht sterben. Lädt sich noch eine Waffe rein. Ich hoffe, Hades kriegt jetzt diese Situation unter Kontrolle. Mollert sich vor. 26 HP. Das ist noch keine Waffe gewesen, die man nehmen kann, sich jetzt hier. Und Corey bloß jetzt kein Diegeklick. Ist bekannt. Könnte Hades jetzt gleich rausnehmen, Körperschuss. Man braucht jetzt natürlich den Push von Python. Aus dem Connector. Anno hier nochmal mit einer Flash. Rotiert nochmal Richtung Python. Jetzt wird es schwierig. Jetzt kriegt man Waffen. Man hat den Vorteil sogar wieder personell. Man redet Richtung B-Spot. Python schon in der Rotation. Muss sich natürlich beeilen. Smoked hier nochmal. Das Window zieht nochmal ab Richtung Kurs. Jetzt muss er irgendwie versuchen, den Spieler, der vielleicht auf den Spot geht, irgendwie rauszunehmen gleich auf dem B-Spot. Wird nicht leicht werden. Wir haben halt schon den einen in der Rotation. Da ist man schon drauf. Hinten bekannt. Bodito holt den Frag. Jetzt piekt er natürlich rum und Bodito mit dem Double. Den 3K sogar. Die Runde geht an Budapest 5. Was nicht passieren durfte, ist passiert. Man hatte zwei Augs. Eine Deagle, zwei MP9s und man verliert die Runde. Vielleicht ein Tick zu schnell. Zu krass in den Smokes gespielt. Da ist es halt dann auch im Close Fight sehr schwierig für krasse Waffen. Und Budapest 5 baut ihre Führung weiter aus. Und das als CT. Ganz bitter. Und die Console Love immer noch an den Waffen, kann immer noch reinkaufen. Push hier von der CT ist in der Mitte viel zu frech. Dadurch ist es natürlich bekannt, dass noch einer Windows. Gucken, ob Thorazi einen Frag machen kann. Zurück. Sieht nicht so aus, zieht erstmal zurück. Vorteil jetzt wieder für die Einhörner. Also, das ist jetzt hier wirklich noch ein Fäustekampf. Man sollte sie irgendwann gebrochen haben, aber trotzdem 6-7 Runden wären schon geil als Terror. Aber Torsi kann sich hier wehren auf Krampf. Im Connector holt sich ein Double. Ja, Arnin und Hades, beide fallen. Peter fällt auch. Oh, jetzt scheint sie gerade nicht mehr zu laufen für die Einhörner. Davor die Runden immer nice. Jetzt gerade läuft es nicht mehr bei ihnen. Also das Luck verlässt sie ein bisschen. Man braucht jetzt auch ein paar Lucky Punches. Die Bombe liegt halt ganz unglücklich im Connector. Patrick und Crispy, die beiden letzten irgendwie nochmal eskalieren. Da gibt es nochmal eine Molle Richtung Patrick. Dann piekt jetzt wahrscheinlich Torosi. Ja, ich dachte, er würde ihn jetzt sehen. Und jetzt nun verrät sich Patrick. Jetzt zieht er nach oben ab. Vielleicht kriegt er den Frag. Torosi muss sich wegdrehen. Wartet noch ab. Der Fokus, der hier auf Patrick ist, ist nicht schlecht. Jetzt kann Patrick vielleicht den Frag machen gegen
wirft nochmal eine Stair Smoke und da ist es so El Bodito gegen Crispy. Man hat ja in der Mitte auch schon Crispy gesehen jetzt wahrscheinlich. Er wird jetzt fallen, weil Juli jetzt auch schon rumrotiert. Keine Chance. Nur noch Patrick im 1 gegen 3. Kommt er noch an die Bombe ran. Ah, ja. Unglücklich mit der Smoke, mit der Flash. Wirft ihr nochmal die Flash. Aber da kam halt dann Bodito gerade rum vom Timing. 7 zu 2. Fast die Halbzeit geschafft. Die Jungs von Unicorn zur Floor auf müssen jetzt auch seit langem mal wieder die Pistol Force, glaube ich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die komplett reinkaufen. Wäre ein bisschen zu greedy. Man geht runter auf 1-5. Also man hat nochmal eine Hero AK, Deagles und Tech Nines. Es scheint jetzt diesmal ein schneller Push zu sein Richtung B. Glaube ich zumindest, dass man das verwirrt. Hat ja manchmal auch geklappt. Aber die Jungs von Budapest 5 müssen jetzt immer sehr gut zu zweit an dem Spot. Nun aber kurz gestoppt. Man hat gewartet. Es gibt die erste Flash, die zweite Flash von Patrick. Und nun geht's rauf. Bodito ist da. Wir haben einen Coolio da. Coolio kriegt viel Damage. Bodito einen. Bodito den zweiten. Wie viel macht doch Bodito noch? Klar. Jetzt muss natürlich Unicorns of Love sich wehren. Kommt schon. Ein paar Shots jetzt hier. Bodito macht noch den vierten. Oh, dann. Aber Torsi schon da. Die Rotation ist passiert. Man kriegt zwar Bodito raus mit Python, aber das war's. Die Runde Nummer 8 geht an Budapest 5. Und es sind jetzt nur noch 5 Runden zu spielen. In dieser ersten Halbzeit. Die sollten alle aufs Konto gehen von Unicorns of Love. Also ein 8 zu 7 wäre schon wirklich wünschenswert. Nun Daumen drücken. Es sind die 4 Gras und die AWP. Es ist aber auch Mirage. Nicht die Map, die man noch nicht so. Man hat die viel geprackt, aber es ist natürlich noch nicht wahrscheinlich so die Home-Map. Die Jungs von Budapest 5 läuft. Die Smoke kommt natürlich ja nicht so gut gerade. Python kann aber jetzt abziehen. An der einen Ecke muss ich jetzt ablöschen. Kriegt viel, viel Damage rein. Super gefährlich, was da gerade passiert ist. Die Kontrolle gehört eigentlich noch den CTs gefühlt. Nun müssen sie aber zurückziehen. Und Unicorns of Love kann von dort dann endlich aufbauen. Gut, kein leichtes auf jeden Fall. Auch Mirage hier Punkte zu machen. Execute Goes für den A- oder B-Spot. Für den A-Spot finde ich sie sehr, sehr gut. Haben wir, glaube ich, so schon ein bisschen gesehen, aber nicht so viel. Eher die schnellen Pushes von Unicorns of Love. Die dann auch sehr stark waren, weil sie sehr clean waren. Man hat sofort die Köpfe getroffen der CTs. Also da braucht man keine Smokes und sowas. Aber irgendein Mittel muss man ja finden jetzt. Gegen die Jungs. Und Budapest 5. Wirkt eher so, als wenn das Aiming gerade auf Seiten von Budapest 5 doch ein Ticken stärker wäre als für Unicorns of Love. Aber mal schauen. Corey, Underwood, Mittel, Fleef. Die sind komplett weit ab, weit von der Spur. Man geht jetzt im Split auf den B-Spot und muss jetzt zwei Spieler besiegen. Der Spray von Corey. Eklig, holt die Karte einfach so raus. Was ist das denn? Alle drei Spieler fallen einfach. Diesmal aber Patrick und Crispy mit Gewalt auf den Spot. Nun gibt es erstmal den Plan vielleicht. Bodito macht eine Molle nochmal klar. Gibt es einen Boost. Crispy und Patrick müssen hier am besten diese Runde holen. Das wäre so gut. Da kommt der Peak. Was für ein schöner Double Peak. Crispy jetzt aber noch nicht bekannt. Den ersten wollte er holen, Corey aber schon von der Seite, holt die Frag. So stark gemacht für Budapest 5. Unicorns of Love. Da läuft es gerade nicht. Vielleicht mal eine Pause ziehen. Sich mal besprechen. Ein bisschen Ruhe reinkommen lassen. Was können wir machen? Starke Nummer. 9 zu 2. Torsi. Wieder mit dem ersten Frag gegen Anuin. Wieder die Unterzahl für die Einhörner. Diesmal pushen sie über Palace. Corey ist ready. Corey, den ersten. Kein weiterer guter Spray. Crispy geht herum. Macht den Schildfrag. Wird aber von Fleef hier geholt. Der gute Patrick und Crispy. Nur noch Python am Leben. Python einen. Python weiß, wo die AWP ist. Kann er Torsi direkt rausnehmen. Am besten wird Dieter auch noch eine Catch-Shot geben. Hat den Spieler gesehen. Den anderen weiß er nicht genau, wo er ist. Er weiß, wo beide sind. Python! Den nächste Frag. Macht er den 4K klar. Kann er die Runde für die Einhörner holen. Starke Smoke, geht jetzt mal Richtung Bombe. Könnt ihr erstmal planten. Die Frage ist halt, wird jemand pushen aus dem Jungle? Nein. Schön gemacht hier vom Python. Plant geht rein für Unicorns of Love. Ein 9 zu 6 wäre super sick. Jetzt geht hier vom Timing perfekt durch. Jetzt geht's ins 1-on-1 gegen den guten Bodito vom Timing her. Ah! Schön gemacht vom Bodito. Schön aber auch vom Python. Hat sehr, sehr knapp gemacht. Hätte er hier Bodito klar gemacht,
wäre es das vielleicht gewesen. Ja, ich bin nochmal genommen, abgezielt. Bam, aber schade. Judy Cross of Love. Doch gerade ihren Endgegner hier im Best of One. Könnte wirklich sein, könnte gleich passieren. Denn 10 Runden ACT ist halt wirklich schon sehr krass. Judy Cross of Love mit 2 Terror-Runden. Auf jeden Fall viel, viel zu wenig. Man kommt nicht rein. Geld bei Budapest 5, muss man aber sagen, ist jetzt auch nicht so viel, wie man erwarten würde bei 8 Runden Abstand. Also man sieht es ja auch. Nur 10k bei Budito, Corey mit 5000, der Rest nichts. Und man hat auch eine dreifache AWP. Triple AWP. Triple AWP. Was geht mit den Corey Push in der Mitte mit der M4? Man braucht die M4. Man braucht die AWP einfach nicht, wenn es auch so mit der M4 geht. Anui mit dem Refrag jetzt vielleicht. Ah, die Anschlüsse sitzen, aber leider überlebt er. Das heißt, man ist mit 3 gegen 5. AWP bei Anuin, der hat davon auch richtig krass ausgeteilt. Und die Rotation von Patrick wieder Richtung sein Mates, wahrscheinlich Richtung Mitte, Richtung Apartments, um vielleicht da mal zu checken, aber eher die Mitte. Ei, Karamba, wie frech ist das denn? Einfach die Mitte rausgepusht. Torsi holt sich die nächste Flag gegen Crispy. Also bei Budapest 5 läuft es gerade perfekt. Anuin ist auch totes Gold, weil ist bekannt. Natürlich jetzt pusht man die Mitte mit rein. Anuin wird wahrscheinlich jetzt fallen. Patrick, letzter Mann. Müsste das Ace drücken. Patrick macht hier noch den zweiten klar, nachdem er sich vorher noch Torsi holt. Nun vielleicht noch ein bisschen mehr. Kriegt er noch Karai? Smoke nochmal alles ab hier. Chillt noch ein bisschen. Patrick im 1 gegen 3 bei 30 Sekunden. Vielleicht aber ein kleiner Hero-Moment. Richtig eklig fragen. Jetzt geht er einfach durch die Smoke durch, oder was? Er wartet noch drin. Steht noch. Er smoked die Fatality gerade. Wird sehr, sehr interessant. Der Vorteil ist natürlich für die Jungs der CT, ist, man weiß natürlich ganz genau, wo er ist. Ah, jetzt guckt er auch gerade in die falsche Richtung. Beziehungsweise in die falsche Ecke. Doch der richtigen Richtung, aber... Ja, WP, ein leichtes 11 zu 2, noch 2 Runden zu spielen. Ja, jetzt muss es in die Pistol Force gehen oder man geht komplett rein. Nicht so gut bei den Jungs. Man geht weiter in die AWPs, noch ein AWP, noch mal ein Triple AWP. Jetzt hat man einfach, man weiß, man hat genug Geld auch in der nächsten Runde. Da muss man erstmal durchkommen. Aber es sind da doch keine 3 AWPs, sondern doch nur 2 bei Torsi und Fleef. Bei denen läuft man, fühlt sich gut. Die Unicorns of Love werden hier gerade aus ihrer Sicht überfahren. Keine Chance für die Einhörner, die so gut performt haben bis jetzt. Aber hier mit Budapest 5 einfach wirklich einen ganz starken Gegner haben. Super, super, auch bitter eigentlich in dem Fall. Aber na gut, es ist halt ein Advanced-Team, das auch gerade Richtung Playoffs geht. Ich bin 2 Siege, 1 Niederlage. Kann man also gar nichts meckern. Mal schauen, ob die Pistol wo geht. Aber Fleef kriegt hier nicht Crispy raus. Crispy mit dem Kopfschuss. Corey aber Underwood macht hier viel Damage. Man hilft hier, Crispy fällt. Nur noch Patrick, der Scout. Keine Chance. 12 zu 2, 14 Runden gespielt, letzte Runde bricht gleich an. Ich glaube, es sieht nicht gut aus hier für Unicorns of Love. Ich glaube, es ist auch die Endstation heute in diesem Qualifier, in dieser Qualification. Man muss aber dazu sagen, beste deutsche Team, Addex, Plan B und Co. waren dabei, alle so, ne? Ich weiß gar nicht, ob Kovana dabei war, ich glaube nicht. Aber viele Teams waren unterwegs. Klar kommt es immer auf die Gegner an, aber da kann man trotzdem zufrieden zurückschauen, wenn es wirklich jetzt vorbei sein sollte, dass da heute gut performt wurde. Auch gegen individuelle Gegner, die meistens am schwersten zu bespielen sind. Ja. Mirage keine Map für die Einhörner, ist richtig, aber man darf nicht vergessen, diese Map ist einfach eine Plus-Map. Viele Teams spielen sie und meistens muss man auf dieser Map spielen, deswegen muss man sie eigentlich lernen und ins Portfolio aufbauen. Die Einhörner müssen halt auch als CT starten. Es muss halt noch da irgendwie geprackt werden oder beziehungsweise geguckt werden, was waren jetzt die Fehler halt, ne? Haben wir letztes Mal im Interview gehört bei Kakafu in der ESL-Meisterschaft. Was sind die Fehler? Besprechen, was ist jetzt wieder passiert? Es wird ja nach diesem Loose auch dann die Map besprochen, was ist da abgegangen und Fleef und Kulia, die machen es einfach gut. Man kriegt auch gefühlt alles mit, wo die Terrors kommen. Man hat alle Informationen und deswegen ein leichtes Gefühl. Man spielt sie förmlich aus, die Einhörner. Budapest 5. Stark, stark, was sie hier zeigen. Puh, also, vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen was hin. 2 Runden hat man nur geholt als Terror. Ganz klar, mindestens 5 zu wenig, würde ich sagen. Oder 4. 6 Runden sollten es schon sein. Wenn nicht sogar mehr als Terror, muss schon, also muss schon einiges gehen. Und vielleicht
kriegen wir noch mal ein paar geile Runden. Also Daumen drücken für Bühne, Cuts of Love, Pistol Round gewinnen. Mega Comeback oder was? Großes Fragezeichen. So, ab geht's auf den Spot. Und hart ist, Junge! Macht hier wieder zwei schöne Positionen, Python. Jetzt vielleicht mit dem Refrag gleich hier close. Den Double, da versucht man ihn zu pushen. Nimmt ihn auch dann raus. Er dreht sich nochmal weg. Von Connector, vom Jungle kommen die restlichen CTs, die restlichen Unicorns. Die müssen natürlich jetzt das Ding machen. Patrick fällt aber. Flief, nimmt ihn auch bei den zweiten raus. Macht er sogar und Corrid den dritten. Schade schon wieder. So guter Start von Hades. Man hat den Vorteil 4 gegen 3. Und dann verliert man es trotzdem. Ich glaube, die Luft ist raus. Der Comeback ist immer noch da. Immer noch real. Man darf niemals aufgeben. Bis zur letzten Runde darf man niemals aufgeben. Ganz wichtig. Trotzdem natürlich mit zwei Runden. Jetzt gibt man die Force bei. Man hat dann kein Geld. Muss diese Runde nochmal reinforcen. Man muss einfach diese Force Base holen. Und da ist der Anschluss von Patrick. Der ist schon mal nice. Noch ein Anschlussversuch. Corey holt sich aber hart. Das wäre dessen. Aufpassen. Aber ich... Man muss halt jetzt wirklich Gas geben. Aber auch so jetzt auszuscheiden, muss ich sagen, ist ein Tick zu hart. Man ist ganz klar viel besser. Man hat ja auch, wie gesagt, in der Advance gezeigt, was man gegen sie spielen kann, wie man gegen sie spielen kann. Und guckt euch an, was die Jungs jetzt machen mit Budapest 2. Man lässt hier auf jeden Fall Budito auf Palace-Position. Der Rest geht Richtung B. Die Rotation von den 100 ist auch schon da. Also man hat hier schon auch den richtigen Riecher. Und Patrick mit dem ersten Frag. Der wird da rausgenommen. Was ist mit Crispy hier an der Wood? Man hat auf kurz noch einen Spieler. Crispy! Oh, geht nichts rein. Auf Distanz. Python dann doch erfolgreich. Und dann nur noch ein Spieler. Anuin, der rechts hier Karai hat. Aber das ist ungünstig. Karai geht in. Nicht Messer mit 1 AP. Gibt einfach nur einen Kopfschuss. Schade. 15 zu 2. 3400 bei Python. Der Rest 2400. Da geht's dann rein. In den Bayern natürlich wieder. Man muss jetzt hier 13 Runden am Stück holen. Die Jungs von Budapest 5. Einfach super strong hier in diesem Qualifier. Machen es wirklich, wirklich stark. Sind super unterwegs. Die Jungs hier. In der Republic League Tipos Season Nummer 1. Qualification Nummer 2. Also es sieht vielleicht auch ganz gut aus, dass die Jungs dann hier weiter ins Halbfinale gehen. Und mal gucken, ob man auch Budapest 5 im Finale sieht. Wenn sie halt vielleicht auch das Ding am Ende gewinnen, darf man sich auch nicht schämen. Dann weiß man, dass man gegen den Turniersieger sogar rausgeflogen ist. Also alles im Grünen. Natürlich ist es natürlich bitter. Es ist halt nur ein Best of One. Deswegen ganz, gar nicht so leicht. Hartes Feld. Python holt den Refrag. Geht dann noch ein bisschen mehr. Autokamera. Adieu. Bitte gib mir noch ein bisschen was. Gib mir noch ein paar Infos. Anuin, wenn sie versuchen. Dann holt Patrick nochmal einen. Dann gibt es hier doch nochmal die Knochenregel bei den Einhörnern. Komm schon. 2 gegen 2. Crispy ist der letzte. Close steht da. Ah, das war's. 16 zu 2. Verliert man dann doch. Mega krasse Klatsche in diesem Moment. Sehr, 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 sehr bitter für die Einhörner, nachdem man so eine gute ganze Zeit Partie gezeigt hat in dem Turnierverlauf. Aber es sollte nicht sein. So geht's halt raus aus diesem Turnier in Runde Nummer 5. Es wird, glaube ich, noch Runde 6, 7 und 8 geben. 4 Matches, Best of 1, 2 Matches, ja. Also es wird noch Runde 8 geben. Aber egal. GG well played. Kannst nichts machen. Trotzdem hoffe ich, hat es gefallen. Lasst gerne natürlich ein Follow da auf Twitter bei Paddy und mir. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Jedenfalls, die Unicorns auf Lauf muss ich nicht verstecken. Haben wir gut performt. Ein Best of One darf man halt niemals unterschätzen. Ein Best of One ist einfach auch ein Best of One halt, ne? Da kann man, hat man keine Vergleichsmöglichkeit. Das genau dasselbe kann halt ein Epic Dudes vorher sagen, ein Emeritus Bandit, ein 100 PG. Die Teams sind auch alle besiegt worden von Unicorns of Love und die würden auch gerne in BO3 spielen. Ja, also ist es halt. Aber da muss man halt durch. Diese Qualifiers sind halt so, sind halt meistens so, damit sie nicht zu lange dauern. Das ist halt krass. Aber ja, der chancenlos definitiv. Also. Kein Problem, Joss. Ich hoffe, es hat gefreut. Ich begrüße, ja, vielen, vielen Dank. Und in dem Sinne, habt einen schönen Abend. Ich weiß, Elfin, habe ich auch schon im Cast erwähnt, dass es ein OT-Los war. Deswegen, alles gut. Ich gucke immer, was meine Boys machen. Ich habe sogar reingeguckt. Aber trotzdem hat man, merkt man halt den Progress bei Budapest 5. Der ist da gewesen. Und mega, mega Performance. Hier auf Mirage sollte es einfach jetzt nicht sein. Da war einfach der Schwung raus. Irgendwie die Coolness hat gefehlt, gefühlt bei Unicorns of Love. Da ist man nicht cool genug geblieben als Terror.
eine Runde war mega clean gespielt als Terror und danach kein Plan. Aber egal. So ist es. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt stabil, meine Lieben. Im Kopf immer sauber bleiben. Immer freundlich, immer lieb. Peace. Und wir hören uns und sehen uns dann mit dem nächsten Cast dann irgendwann hier auf dem Kanal. Denn ich mache ja gerade so eine kleine Streampause hier auf meinem Main-Kanal, um den Weg des Partners zu erreichen, damit ich einmal in meinem Leben die Mail schreiben kann, wenn es da eine zu schreiben gibt, um abgelehnt zu werden. Also macht's gut, euer Albi.